Ja, Bitcoin ist nochmal auf 55.000 gefallen. Ja, die Short-Term-Holder sind alle minus. Und ja, es gibt immer noch unerfahrenes Geld und die Whales müssen hier wieder eingreifen. Nicht umsonst sinkt der Kurs. Nicht umsonst wissen wir, dass die Short-Term-Holder im Minus sind. Und nicht umsonst gibt es hier immer noch so viel Geld auf den Markt, dass die Whales immer wieder versuchen werden, euch wie Lemminge eure Bitcoins aus der Tasche zu ziehen, um selber diese Bitcoin nachweislich auf ihre Wallet zu verschicken. Deswegen, liebe Kryptoinvestoren, seid keine Lemminge. Das Wichtigste ist ja an dieser Stelle, dass wir eine Resilienz gegenüber dem Markt benötigen, dass wir widerstandsfähig gegen solche Spielchen sind. Und ich meine, wir haben ja eigentlich richtig gute Informationen. Wenn wir jetzt auf den Fear and Greed Index schauen, na klar, ist der Markt gerade in Angst. Aber wenn wir jetzt mal auf die einzelnen Forecasts nochmal blicken, natürlich, der September, da sind wir aktuell drin, hat Bitcoin in der Regel immer schlecht performt. Aber wir haben Q4, Oktober, November, Dezember. Da performt Bitcoin im Durchschnitt immer viel besser. Und ja, natürlich, die Whales wissen das ja. Ich meine, die sind ja nicht dumm. Wir leben im Informationszeitalter. Wir können alle Informationen, die ich hier mit euch teile, könnt ihr auch selber alles nachrecherchieren. Und diese Whales sind ein Stück schlauer als wir, weil die wissen halt, wie man den Markt am besten manipuliert. Und solche Sachen, solche Grundlagen nutzen sie natürlich, um selber nochmal richtig tief in die Tasche zu greifen, damit du in Angst, nachweislich in Angst, deine Bitcoin verkaufst und die selber in ihre Tasche so weit wandern. Alleine wann, was haben wir denn hier an dieser Stelle? Wir haben, by the way, All-Time-High, wenn wir auf die permanenten Adressen schauen. Wir haben hier an dieser Stelle, guckt euch das mal an, das war der Crash, der schwarze Montag. Und ja, kurz danach, nachdem dieser ganze Super-GAU, diese ganze Kernfusion von Bitcoin vonstatten gelaufen ist, komischerweise sind sehr, sehr viele Bitcoins auf Adressen verschoben worden, die dafür bekannt sind, Long Time zu hodeln. Und ich meine, es ist auch nachweislich, dass diese Adressen auch den Whales gehören, weil ich meine, die können ja ihren Hals nicht genug bekommen. Sie wollen unbedingt so viel Bitcoins wie möglich haben und dort ist es nicht genug. Sie wollen immer nur mehr. Und komischerweise, nachdem wir so einem Super-GAU wie heute Nacht gesehen haben auf 55.000, ist auch an dieser Stelle wieder ein sehr, sehr starker Anstieg festzustellen, wenn wir auf die Adressen der permanenten Holder zu sprechen kommen. Leute, nochmal, seid nicht wie Lemminge. Solche Situationen begünstigen die Whales. Die Whales wollen ja nur den Preis so massiv dumpen, dass ihr sofort verkauft. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ne? Guckt euch das mal an. Was für ein Volumen, das ist ja ein Fliegenschiss. Und auf einmal kommt der hier, auf einmal ein Balken und auf einmal crasht Bitcoin natürlich. Wenn wir könnten, wir Investoren, wenn wir uns nur zusammenschließen könnten, ja, alle Short-Term-Holder, alle kleinen Shrimps, alle Fische, selbst die Fischeier, die 0,0001 Bitcoin haben, wenn wir uns zusammenschließen könnten, könnten wir natürlich auch sowas in die Wege leiten. Und den Markt massiv dumpen, um selber nochmal günstig einzukaufen. Das wird aber nicht funktionieren, weil wir einen Faktor nicht berücksichtigen können, und zwar Egoismus. Ja? Wir wissen nicht, wie unser Gegenspieler agieren wird, ob er vielleicht sich an einen Plan hält oder nicht. Bei den Whales ist es ein bisschen einfacher, weil du brauchst im Grunde ein paar. Und ihr müsst nur miteinander absprechen, wann ihr alle zur selben Zeit verkauft. Und damit ihr die Market Maker überspringt und dann auch so einen Einfluss auf den Markt, so ein Armageddon schafft, damit die ganzen Leute, die immer noch unerfahrenes Geld hier auf den Markt haben, immer noch imstande sind, auch zu verkaufen. Und denkt dran, ich hatte da mein Beispiel mit dem Baum gemacht. Schüttel so lange am Baum, dass die restlichen Leute runterfallen. Und ich meine, by the way, wenn ich mir jetzt diesen Markt hier nochmal anschaue, guck mal, hier hatten wir noch richtig viel unerfahrenes Geld. Die Leute waren so unerfahren und ich meine, das sehen ja die Whales, sind ja alles On-Chain-Daten, sind alles Open Source, kannst du alles nachlesen. Und die Whales sehen einfach, da ist noch so viel Geld zu holen und ich muss da jetzt meinen Teil dafür beitragen. Und ich meine, es ist halt viel, viel schwieriger für diese ganzen Whales, dass sie
Wenn der Bitcoin-Preis bei 100.000 wäre, wäre es halt ein bisschen schwieriger, ja. Deswegen, so lange wird noch an diesem Baum gerüttelt, bis es nicht mehr geht. Die einzige Möglichkeit, die wir hier haben, ist einfach unsere Bitcoins zu halten, zu hodeln, nicht zu verkaufen. Und ich möchte hier jetzt auch keine Finanzberatung oder sonst was hier einleiten, aber ihr wisst, was ich meine. Erst wenn die Letzten begriffen haben, dass die Bitcoins nicht verkauft werden, besonders nicht, wenn der Markt crasht, dann werden die Whales einfach merken, dass dieses Spiel, das wir heute Nacht gesehen haben, nicht mehr lukrativ ist. Und dann wird auch der Kurs, ja, keine Grenzen mehr kennen. Dann haben die Whales an sich ja keine Möglichkeiten mehr. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wir haben ein super, super Quartal vor uns. Q4 war immer top astrein. Wir haben eine vernünftige Geldmenge. Wir haben natürlich, wenn das jetzt hier absteigend ist, global betrachtet eine steigende Geldmenge. Das beflügelt auch nochmal alles. FTX wird in Q4 auch nochmal die Rückzahlung einleiten. 16 Milliarden Dollar. Auch dieses Geld wird höchstwahrscheinlich auch in Krypto wieder reinfließen. Und wir haben hier sehr, sehr viele, ja, gute Nachrichten, wenn wir auf Bitcoin zu sprechen kommen. Und ich meine, eigentlich sieht der Markt keinen Grund für so einen Dump, aber dieses Spiel haben wir nicht mit den Whales gemacht. Und die versuchen all das zu dumpen, was nicht nied- und nagelfest ist. Deswegen, Leute, nochmal, seid keine Lemminge. Lemminge verlieren hier auf den Markt. Wenn du keine Resilienz hast, keine Widerstandsfähigkeit hast, dann hast du hier in diesem Markt nichts verloren, weil durch solche Verhältnisse du dich sowieso aus dem Markt katapultieren wirst und dann wirst du auch kapitulieren, wenn dieser ganze Markt und Spielchen sich immer wiederholen. Deswegen hodeln, was das Zeug hält. So, eigentlich wollte ich darüber jetzt nicht sprechen. Es geht nämlich um den Bullenmarkt. Das ist gestern im Livestream so ein bisschen zu kurz gekommen. Und es geht um die Theorie, den Forecast, also eine Vorhersage zu treffen, ob ein Bullenmarkt kommt oder nicht, beziehungsweise ob wir in bärische oder bullische Situationen und Umfelder hinübergehen. Und da möchte ich euch euch gerne eine On-Chain-KPI teilen, damit ihr einfach mal seht, was ich meine. Wir kennen mittlerweile den Bitcoin Bull Bear Market Cycle Indicator. Dieser Indikator, ja, sagt einfach, wo wir uns aktuell befinden. Sind wir in bullische Szenarien oder sind wir in bärische Szenarien? Aber ich habe damit ein Problem, denn viele Leute nutzen diese Grafik bzw. diese KPI, diesen Indikator dafür, um auch Handlungen abzuleiten. Und für mich ist das ein bisschen schwieriger, weil man hier eine Zeitversetzung hat. Das heißt, du siehst eigentlich im Grunde, dass du in einem Bärenumfeld dich befindest, wenn auch der Preis einige Tage bärisch war. Das gleiche auch bullisch. Das heißt, der Preis befindet sich irgendwo in diesen bullischen Bereichen und dann schlägt auch dieser Indikator aus und sagt, Moment mal, du hast jetzt bullisches Szenario. Und das ist ein bisschen mir zu wenig. Also man hat im Grunde noch immer noch Potenzial, ganz klar. Aber ich möchte ja einen Indikator haben, der mir im Grunde sagt, auch wenn der Preis bärisch ist, dass wir in einer bullischen Situation sind oder andersrum, wenn der Preis bullisch ist, dass wir in einer bärischen Situation sind. Und dazu möchte ich mit euch gerne den Inter-Exchange-Flow-Puls vorstellen. Also eines der verdammt nochmal besten Indikatoren, die ich jemals gesehen habe, aus einem bestimmten Grund, weil schaut euch das mal hier an. Das hier mit einer Präzision, da kannst du nicht mithalten. Ich möchte euch das Ganze kurz mal aufzeigen. Also, hier haben wir zum Beispiel, wenn ihr euch das hier mal beobachtet, ja, so, hier haben wir den Top, den Boden. Und dann sagt dieser Indikator, Moment mal, von bärisch gehen wir jetzt hinüber auf bullisch. Und seht ihr hier, was mit dem Preis passiert? Und selbst wenn der Preis hier am obersten Top hier ist, sagt dieser Indikator, Moment mal, wir gehen jetzt in bärische Situationen, Umfelder hinüber und werden dann auch bärische Preise sehen. Also für mich
habe ich hier bei so einem Indikator einen sehr geringen Zeitversetzung, als es im Bull- und Bear Market Cycle Indicator der Fall ist, habe ich hier perfekte Werte, womit ich auch sehr gut arbeiten kann. Und das hat in der Regel in der Vergangenheit immer sehr gut funktioniert. Und genau das ist es nämlich auch, was wir brauchen. Wir brauchen im Grunde eine Illustration darüber, ob wir uns in einem bärischen Momentum befinden oder in einem bullischen Momentum, beziehungsweise in Situationen, in der wir einfach besser und einfacher handeln können, wo wir nicht diese Zeitversetzung haben. Hier zwar sind wir auch in bärische Zeiten hinübergegangen, der Preis ist nochmal gestiegen, aber dafür ist der Preis nochmal ordentlich nach unten gerast. Und gegen solche kleinen Preissprünge bist du halt machtlos, weil es meistens dann doch irgendwelche Whales sind, die, keine Ahnung, dann doch azyklischer handeln. Und durch diese azyklischen Handeln ist selbst der beste Indikator halt nicht geschützt und gewappnet. Deswegen ist das für mich eines der besten Indikatoren. Also, was macht der Inter-Exchange Flow Puls? Der misst im Grunde, wie viele Bitcoins von deinem Spot-Konto auf einer Börse hinüber auf dein Derivatenkonto verschoben werden. Und die Logik dahinter ist, wenn viele Bitcoins aus Spot auf Derivat rübertransferiert werden, dann ist es sehr bullisch zu bewerten und sehr bullisch zu betrachten. Es ist sehr kausal. Ich musste mir das selber hier nochmal aufschreiben, was genau diese KPI macht und wie dieser Indikator zu lesen ist. Aber im Grunde ist mir auch wichtig, wie eigentlich die vergangenen Ergebnisse waren, mit welcher Präzision die Ergebnisse vorhergesagt worden sind und wie ich eigentlich die nächsten Schritte soweit deuten kann. Aktuell sagt dieser Indikator aus, dass wir in einem bullischen Bereich uns befinden. Deswegen entspricht das hier gar nicht dieser Logik, die wir aktuell sehen, was nochmal einen Grund liefert, dass das alles hier von Whales gesteuert wird und ihr aufhören solltet, wie Lemminge diesem Kurs hinterher zu eifern und zu versuchen, irgendwie dann doch den Markt auszutricksen. Ihr seid nie schlauer als die Whales. Die Whales haben einfach, die können dümmer sein, aber sie haben einfach die Power dazu, diesen Markt zu manipulieren. Und deswegen passt bitte auf, wenn ihr euch in solchen Umfeldern befindet. Ich werde diese On-Chain-Grafik auch nochmal in die Kommentare eintragen, beziehungsweise in die Beschreibung. Und ja, nutzt das gerne. Und ich kann auch gerne den Bull Bear Market Cycle Indicator auch mal da eintragen. Das ist auch nochmal eine ganz schöne Grafik, um das Ganze mal so weit zu illustrieren. Und für mich bedeutet, wie gesagt, so ein Marktverhalten, dass ich ja meine Füße stillhalten soll, dass ich akkumuliere und dass ich versuche, hierzu das Beste rauszuholen. Das solltet ihr auch machen. Und ich wünsche euch wie immer heute einen wunderbaren Start in den Tag. Genießt das regnerische Wetter und ich wünsche euch allen ja schöne Zeiten und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.